Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch ein Lippendesign und zwar werde ich euch zeigen, wie ihr die Lippen etwas aufpushen könnt und etwas dicker und fülliger wirken lassen könnt, was auch verschiedene Stars anwenden und ich werde euch zeigen, wie ihr es macht. Es ist super einfach. Wenn man es weiß, denkt man sich, oh Gott, hätte man gar kein Video drüber machen müssen. Aber ich dachte mir, ich zeige es euch trotzdem. Ihr braucht dafür nur zwei Farben, um die zu kombinieren und dadurch wirken die Lippen einfach viel fülliger, viel schöner, die glänzen mehr und ihr werdet sehen, es ist super, super einfach. Für das Design benötigt ihr zunächst zwei unterschiedliche Farben. Ich habe mich für den Kopenhagen von NYX entschieden und einmal als hellen Ton von Astor den Perfect Stay, den man leider für nichts anderes benutzen kann. Ihr tragt zunächst den dunkleren Ton ordentlich auf. Mit dem NYX hier ist es ein bisschen schwierig, da der Pinsel bzw. dieses Schwämmchen ein bisschen ausfranst. Und damit ist es schwer, eine gerade Linie hinzukriegen. Deswegen muss man sich da ein bisschen anstrengen. Vielleicht habt ihr was Besseres da. Der Kopenhagen wirkt hier wirklich sehr, sehr hell. Dabei muss man sagen, dass es eigentlich ein sehr schöner dunkler Ton ist. Also es ist ein richtig dunkles Rot. Ihr solltet die Farbe vielleicht zweimal auftragen, damit es ein kräftiges Rot ergibt und sie danach sehr gut antrocknen lassen. Sie sollte sehr trocken sein, ansonsten klappt das nicht so wirklich mit dem Design und ihr könnt es nicht so schön kombinieren. Deswegen sollten die Lippen trocken sein. Wenn das Rot getrocknet ist, beginnt ihr damit mit dem helleren Ton einfach in der Mitte kleine Punkte zu zeichnen bzw. ein bisschen was an Farbe aufzutupfen. Nehmt dabei nicht zu viel und geht nicht zu weit nach außen, da der Effekt sonst nicht so schön wird. Verteilt das Ganze dann schön mit dem Pinsel und verwischt es ein bisschen ineinander, damit der Übergang nicht zu extrem ist. Ja, und das war's auch eigentlich schon. So habt ihr einen 3D-Effekt, womit eure Lippen viel schöner und viel größer wirken. Versucht's einfach mal, ihr werdet damit zufrieden sein. Das kann ich euch versprechen. Ihr Lieben, das war's wieder mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr fandet die Idee ganz gut. Probiert's einfach mal selber aus. Vielleicht muss der ein oder andere ein bisschen üben, aber ich denke mal nicht, weil das ist ziemlich simpel, das einfach vorne in der Mitte zu kombinieren. Ihr dürft nicht zu weit nach außen gehen, sonst ist der Effekt nicht mehr so schön, sondern müsst weiter in der Innenseite der Lippe bleiben. Und es sieht sehr, sehr schick aus und es pusht die Lippen wirklich sehr schön. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und tschüss!